Servus, ich fahre hier beim Arbeitsamt entlang und ja, ich habe vorhin, also ich fahre ja manchmal so ein paar Runden drumherum. Ja, da hinten ist ein Falafelladen. Ich habe noch nie in meinem Leben Falafel probiert und ja, das heißt, ich werde jetzt miterleben, wie ich mir das allererste Mal in meinem gesamten verschissenen falafelfreien Leben eine Falafel gönne. Da gucken wir mal. Oh ja, da ist auf jeden Fall schon Kundschaft davor. Falafel bei Robert. Okay, na dann. Ich bin sehr gespannt. Nee, bisher habe ich immer nur Döner und so einen Rotz reingepfiffen, aber Falafel, das wäre mal eine neue Erfahrung. Ich wurde hier gut herbewegt. Hallo, ich hätte gerne eine Falafel. Ja. Kann ich auch mit Karte zahlen? Nur bar. Nur bar, okay, Moment, Moment. Nehmen Sie auch diese Währungseinheit? Nee, ist okay. Das ist tschechisches Nächstes Geld. Nächstes Mal bezahlen, ist okay. Nächstes Mal? Nee, ich fahre jetzt zur Sparkasse und da bringe ich das Geld. Kein Problem. Es gibt so. Keine Sparkasse hier. Achso. Die erste Sparkasse in Prager Straße. Ja. Prager Straße. Na, ich muss sowieso zum Hauptbahnhof und das Geld hier umtauschen. Ich komm in einer Viertelstunde wieder. Ne? Ja. Ey, die vertrauen mir einfach. Was ist denn da los? Da ist jemand am Tanzen, Junge. Der Mann ist einfach noch fröhlich. Naja, was will man machen? Wir leben unter Verrückten. Das ist ja eine verfickte Schlange. Ich will gar nicht wissen, wie lange die Kacke dauert. Aber naja, es ist. Ich hasse es zu warten. Ich bin so ein ungeduldiger Scheißhaufen. Ich würde am liebsten jetzt vor allem eine Kippe rauchen, aber ich habe auch kein Drehzeug mehr. Das macht mich so nervös. Das macht mich halt wirklich nervös. Diese Situation macht mich so verfickt nervös. Ich kann ja. Ich überlege halt jetzt einfach zur Sparkasse zu fahren, aber dann muss ich ja wann anders wiederkommen und mich wahrscheinlich dann auch hier anstellen. Außer ich komme zu einer klügeren Zeit und zwar kurz vor Ladenschluss. Dieser Entschluss treibt mich dazu, die kluge Entscheidung zu treffen, jetzt einfach zur Sparkasse zu fahren, weil es bewegt sich ja nicht. Es ist wirklich zum Kotzen. Naja, egal. Mission erfolgreich. So. Zurück bei Falafel bei Robert. So. Ach, komm. Ja, hallo. Also, Entschuldigung, dass ihr warten musstet, nehme ich gleich zweimal Falafel, ja. Ja, bitte. Ja. Okay, danke. Schön. Alles drauf. Das ist so eine ganz normale Falafel. Ja. Ja. Okay. Das habe ich noch nie gespielt. Aber ich habe es ja auch noch keinen gefunden, der mich auf die Idee gebracht hat, sowas zu spielen. Eieiei. Ja, da hinten der Turm von Drewag. Da werden auf jeden Fall die Wolken produziert. Von unten und von oben werden durch die Flugzeuge die Wolken produziert. Und die vermischen sich dann am Ende des Tages. Und dann haben wir eine riesengroße Wolkenscheiße am Himmel. Und die Menschheit leidet unterm Strich einfach nur dadurch. Deswegen weiß ich nicht, Wolken kann man eigentlich langsam mal abschaffen. Das Arbeitsamt, das ist ja halt so ein richtiger Gebäudekomplex. Das ist, ich weiß gar nicht, was das hier für ein Arbeitsamtgebäude ist. Aber hier spielt die ganz große Shitshow ab. Also spielt sich die ganz große Shitshow ab, ja, genauso wie meine Grammatik. Meine Grammatik ist eine deutsche Shitshow. Geil, Mann, vielen Dank. Schönen Tag euch noch. Ciao. Sehr. Das Rad, Schloss, ah geil, kann ich mal gleich losdüsen.
Ja, den werde ich, also die werde ich zu Hause fressen. Wenn ich schaffe, werde ich sie mir zweimal hintereinander ins miese Maul ficken, aber das kann ich nicht versprechen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie mir schmecken wird. Gehe stark davon aus. Aber ob ich dann zwei hintereinander schaffe, Alter. Naja, schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir mal, wie es flutscht. Und schauen wir mal, wie es rutscht. Ich mache mir manchmal ernsthafte Gedanken um mein Leben. Die Herausforderung bei der ganzen Sache ist, dass ich die mit einer Hand presse, aber die liegen auf jeden Fall schon mal ziemlich gut in der Hand, diese Dinger. Und ich bin echt gespannt. So. Also, es geht. Es ist sehr trocken. Schmeckt doch sehr trocken. Ich weiß ja nicht, guck dich das mal an. Das, es sieht ja sogar ein bisschen aus wie Couscous. Und, na fuck. Du schlingst die Falafel aber ganz schön runter, Schänder. Ich will an der Falafel verrecken, doch das wäre nicht so cool, denn dann könnte ich das Video nicht mehr hochladen. Denn ich bedeute nur was, wenn ich die Falafel fresse, sonst kann ich mich selber erhängen. Ich muss die Falafel runterschlucken, sonst kann ich mich gleich selber umbringen. Nein, das war nur ein Spaß, über sowas macht man keine Witze, außer wenn es um mich geht, dann ist es todernst. Schänder, Schänder, Schänder. Fazit, da fehlt Senf.